Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, es ist immer ein weiteres Video, sonst wäre es ja ein altes Video. Also eigentlich ein komisches Intro, was ich da mal rede. Aber vergessen wir das mal. Ich muss ja zugeben, ich verbringe ja Nächte, könnt ihr euch ja vorstellen, ja, aufgrund der Abonnentenanzahl und des Erfolgs meines elitären und teilweise exklusiven Kanals. Kommt auf das Exklusiv an, was vorkommt. Schlage ich mir die Nächte um die Ohren, um natürlich genaue Auswertungen meiner Videos vorzunehmen. Welche Zielgruppe, welches Alter, wie lange wurde ein Video aufgerufen, pipapo. Was ich auf jeden Fall aber sehe, anhand der Anzahl der Abrufe, ist, dass aus welchen Gründen auch immer, wobei ich kann es mir teilweise schon erklären, eigentlich die Masters-Videos am besten ankommen, was mich natürlich sehr, sehr freut, weil ich natürlich nicht als allererstes, aber doch, ja, ein Masters-Fan bin. Masters hat sich immer gegen Star Wars ein bisschen gebettelt über die Jahre. Mal war das eine vorn, mal das andere. Ich habe meine letzten Star Wars-Figuren tatsächlich vor, weiß nicht, 3, 4 Jahren gekauft und musste jetzt aufgrund der tollen Mandalorian-Serie zuschlagen. Schauen wir mal, ob da noch mehr folgt. Ich glaube ja eher nicht. Und diese beiden Figuren wollte ich auch heute kurz zeigen. Mir ist klar, dass natürlich Videos über eingepacktes Lego oder andere Dinge nicht so spannend sind wie ein Unboxing oder wenn ich vielleicht irgendwas Amüsantes dazu erzählen kann. Das ist wahrscheinlich meistens bei den Masters so. Aber nichtsdestotrotz will ich eben auch ein paar andere Figuren und Themen präsentieren und das tue ich damit heute. Ja, was haben wir denn da Schönes? Wir haben zum einen den namensgebenden Mandalorian in seiner Beskar-Rüstung. Also das ist ja schon dann mit seinem silbernen Rüstungsteil, also nicht das Outfit ganz am Anfang der Serie. Ja, es spiegelt wieder mal wunderbar, egal ob mit oder ohne Licht. Wir versuchen den Fokus ein bisschen besser zu machen. Ich gebe zu, die Figur verliert etwas. Selbst in der Kombination mit der tollen Karte und ich finde dieses Star Wars Vintage Design grandios. Es ist einfach, da bin ich wahrscheinlich dann doch noch mehr als bei den Masters in der klassischen Verpackung einfach aus Kindheitstagen dermaßen gehypt, dass das immer wieder mich anspricht. Also dieses klassische Design, auch diese Variante der Return of the Jedi Schrift, nicht, ist schon sehr, sehr hübsch. Ja, die Figur an sich, ganz nett, nicht großartig. Ich bin auch kein Fan von diesen größeren Black Series Figürchen, auch wenn ich da ein, zwei habe. Ich finde diese kleinen handlichen Figuren einfach besser. Vor allem, nirgendwo verliert man Waffen leichter als in dieser Größe und darf sie dann suchen. Also ich weiß noch genau, wie ich diverse Elternteile und Verwandte zur Weißglut gebracht habe, wie sie in diversen Restaurants, Heurigen, unter der Bank mir helfen mussten, nach Waffen zu suchen, die mir beim Spielen runtergefallen sind. Ja, meistens sind sie wieder aufgetaucht. Meistens aber nicht immer. So, die Rückseite ist ja leider wirklich alles andere als spannend. Hier sehen wir ein paar andere Figuren, nämlich Darth Vader, Captain Rex, den Mandalorian, den wir eben auch vorne haben. Und wenn man das hier lesen kann, braucht man keine Brille, weil der Fokus nicht funktioniert. Der mir sehr sympathische Hondo Onaka, dann die Schmiedin, die ich mir vielleicht noch besorge, Moff Gideon, ein ARC Trooper und Jared Imwell aus Rogue One. Ja, es ist ja fast schon irgendwo amüsant, dass rückblickend Rogue One und mir da gar nicht gefallen im Kino, weil ich fand ihn langweilig und am Schluss dann zu viel Fanservice. Und wenn man die Geschichte des Films, okay, welcher Star Wars Disney Film hat denn nicht hinter den Kulissen wahnsinnige Turbulenzen bedenkt, ich fand ihn nicht gut und rückblickend ist er aber tatsächlich der beste Star Wars Film aus der Disney-Ära bis jetzt, ja, abgesehen von Mandalorian. Schauen wir mal, wie die anderen Serien werden. Ich denke nur, dass ohne Dave Filoni dann nichts, hoppla, es tut mir leid, ich musste mich kurz hinsetzen. Ich muss einen geräuschneutralen Sessel besorgen, ja, das ist irgendwie alles nicht so einfach. Ich denke mir, dass ohne Dave Filoni Star Wars mehr oder weniger am Sand ist. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, dass ich mich irre. Kommen wir jetzt vielleicht zur viel interessanteren Figur, nämlich zu Cara Dune. Und ich möchte jetzt gar nicht allzu sehr
über die Hintergründe von Gina Caranos Weggang sprechen, also der Schauspielerin, die Cara Dune verkörpert hat. So wie es aussieht, ist sie ja gegangen worden, spielt dann in Mandalorian nicht mehr mit und auch das geplante Spin-off Rangers of the New Republic dürfte on hold sein, wo sie wahrscheinlich entweder eine Hauptrolle oder zumindest eine wichtige Rolle hätte spielen sollen. Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Ich will da auch keine Partei ergreifen. Ich bin kein Freund davon, dass man Leute sofort bei der kleinsten Verfehlung einfach ja, die Karriere zerstört. Ja, jeder macht mal Fehler, jeder verdient eine zweite, vielleicht auch dritte Chance. Und über alles sollte man reden können. Wir leben ein bisschen in einer Kultur im Moment, wo man eigentlich, das ist ganz, ganz schwierig, je nachdem, auf welcher Seite man nämlich steht. Und ich versuche auf keiner Seite zu stehen, dass die einen sagen, man darf eh, man darf nicht mehr sagen, was man möchte. Die anderen sagen, man darf eh sagen, was man möchte. Man muss nur mit den Konsequenzen damit leben. Für mich macht es aber einen Unterschied, ob es einfach eine Anschuldigung gibt, die jemanden das Karriere sofort zerstört, oder wenn zum Beispiel strafrechtliche Komponenten mitspielen, ob derjenige dann verurteilt wird oder nicht. So dieses Vorverurteilen und dieses sofortige Vernichten der Person, die aus welchen Gründen auch immer unliebsam geworden ist, erinnert mich halt sehr an mittelalterliche Heugabelmobs, die ja am besten rufen, verbrennt die Hexe. Das ist halt wahnsinnig schwierig. Und sie hat ja ein Twitter-Posting gemacht, was man schon, ja, was man vielleicht sehr negativ auslegen kann, er aber auch. Man misst hier mit zweierlei Maß. Aber ich wollte eigentlich dazu nichts sagen, ich will mich da auf keine Seite schlagen. Ich find's überzogen, sagen wir so. Ich finde es überzogen, man muss da vielleicht trennen den Charakter und den Schauspieler. Und aus kreativer Sicht ist es sicherlich ein Fehler, die Rolle der Cara Dune einzustampfen. Und ich hoffe noch immer, dass da vielleicht Disney einen Rückzieher macht oder sich die Parteien zusammenraufen können, um da wieder an einem Strang zu ziehen. Ich befürchte es ja nicht, aber wer weiß, wir werden sehen, wenn die dritte Staffel läuft und alles Weitere sehen wir auch. Ja. Ich meine, so gesehen, Gina Carano ist jetzt ja nicht die beste Schauspielerin. Ich muss zugeben, sie war mir vorher auch nicht so ein Begriff. Sie spielt unter anderem ja auch in Fast and the Furious mit, ich glaube auch im ersten Deadpool. Und kommt ja aus dem MMA-Bereich, also Mixed Martial Arts. Und ich habe tatsächlich weder mit MMA noch mit Wrestling irgendwas am Hut. Interessiert mich tatsächlich nicht, konnte ich mich nie dafür erwärmen, auch wenn ich die Masters of the Universe WWE-Figuren ganz witzig finde. Aber ja, gekauft habe ich sie noch nicht. Gut, was ist aber jetzt das Hauptaugenmerk? Tatsächlich, ab dem Zeitpunkt, wo Gina Carano gefeuert worden ist, ist auch, und das ist halt schon völlig verrückt, ist sämtliches Cara Dune Merchandising eingestampft worden. Das bedeutet von Funko Pops Figuren bis Action Figuren bis angeblich, ich weiß nicht, auch Lego Sets, wo sie vorkam. Da gab es ja bis jetzt nur den AT-AT Raider, da kommt jetzt aber AT-AT, Entschuldigung, AT-ST Raider, kommt aber jetzt natürlich Moff Gideons Kreuzer, wo sie auch an Bord ist, raus von Lego. Also das Merchandising war so heiß begehrt. Und sofort nicht mehr zu haben. Und darum bin ich wahnsinnig froh, über einen Import an die Figur gekommen zu sein. Natürlich kommen sie da, ist sie auch auf regulärem Weg, schaut mal auf Amazon, zu haben. Und ja, für jeden Sammler vielleicht tatsächlich ein historisches Zeitdokument, wenn man so möchte. Aber ich will es nicht überstrapazieren, die ganze Geschichte, weil so wichtig ist es wahrscheinlich auch nicht. Ja? Und dafür, dass sie jetzt nicht die beste Schauspielerin ist, ja. Also wir sehen ja auch hier, und das fand ich ja auch schon ganz witzig, sie kommt ja vom Planeten Alderaan. Auf Alderaan sieht man leider nicht scharf, sondern sieht alles verschwommen, so. Wird das jetzt langsam mal was? Ich flippe aus. Ich flippe aus. Hier sieht man ist ihr Rebellentattoo oder auch nicht. Ja? Also ich komme da leider irgendwie nicht näher ran, nicht näher, nicht nah genug ran. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sie kommt ja von Alderaan. Eigentlich interessante Hintergrundstory, hat für die Rebellen als Shock Trooper gearbeitet.
oder nach der Schlacht um Endor auch in dem Bereich. Also ganz coole Geschichte. Ich finde schade, dass sie jetzt weg ist, aber ist eben so, die Figur wird, glaube ich, zu Höchstpreisen gehandelt, wenn sie nicht regulär im Handel zu haben ist im Moment. Also ich glaube, 70, 80, 90, 100 € oder so, was ich gesehen habe, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er so ein kleines Dickerchen, ja, so ein kleines Dickerchen haben will. Entschuldigung. Ja, ist eine gute Figur. Also Hasbro macht ja da nichts verkehrt mit der Vintage-Reihe. Und interessante Rolle wäre sicherlich noch interessanter gewesen. Jeder, der die zweite Season gesehen hat von Mandalorian, weiß, in welche Richtung sie sich da entwickeln hätte sollen. Schauen wir uns noch mal kurz die Rückseite an. Eben der namensgebende Mandalorian, Cara Dune, dann ein Remnant Stormtrooper, der aber nur ein bisschen gelblich ist. Also das sind diese verarmten Sturmtruppen, also aus den Überbleibseln des Imperiums. Ein Clone Trooper, ein Jawa, ein Shadow Trooper, ein Sith Trooper, schrecklich. Aber über das hüllen wir den Mantel des Schweigens. Und Prinzessin Leia Organa im Yavin-Outfit. Ja, da weiß ich gar nicht, ob ich so eine habe. Da werde ich ja fast verführt. Ja, ich meine, für Star Wars-Figuren, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da mal was herzeige. Ich glaube, so interessant ist das nicht. Und da gibt es auch ganz, ganz viele YouTuber, die das herzeigen. Darum, ja, ist so, wie es ist. Eben das klassische Kenner-Logo habe ich vorher nicht erwähnt. Und ja, ein schönes Artwork. Ich finde die Figuren super. Ich glaube nicht, dass da großartig noch was dazukommt. Eventuell. Ich gehöre ja auch zu denen, die sein Raumschiff gecrowdfundet haben. Ja, die Razor Crest. Kaum gecrowdfundet, wird sie ja schon in die Luft gejagt. Ich bin noch nicht sicher, wie ich dann mit der Situation umgehe. Aber das klären wir ein anderes Mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit und sammelt weiter. Tschüss.